Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sponsoren, liebe Pressevertreter, recht herzliches Hallo. Nach dem Regionalliga-Punktspiel zwischen dem FSV Zwickau und der TSG Neustrelitz hier im Sportforum Sajus vor 2089 Zuschauern entstand, wie wir alle gesehen haben, 1:0. Torschütze des goldenen Tores war Oliver Genausch in der 75. Minute. Dann kommen wir sofort zu den Einschätzungen der beiden Trainer und da übergebe ich zunächst das Wort an den Gästetrainer von der TSG Neustrelitz, an Andreas Petersen. Ja, hallo erstmal. Glückwunsch an Ziege, an Zwickau. Ich denke mal, wir haben hier mehr als eine Duftmarke hinterlassen. Wir sind weiter auf einem guten Weg mit dieser Mannschaft. Hier war, denke ich mal, letzten Endes ein Punkt mehr als verdient, aber das geht danach nicht. Und diese unglückliche Situation muss man nochmal angucken, beziehungsweise es nützt ja nichts. Die Entscheidung ist gefallen, der Schiri hat halt unglücklich agiert in dieser Situation. Zwickau hat das eben gut ausgenutzt und demzufolge das Tor gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, denke ich mal. Es lebte von der Spannung, von der Dramatik. Wir haben, denke ich mal, den Tabellenführer mehr als das Leben schwer gemacht. Viele gute Dinge gemacht, aber noch nicht sehr gut. Wir sind ja auch im ganz vorderen Bereich nicht so ganz konsequent gewesen. In der ersten Halbzeit schon, da gab es 3, 4 gute Situationen, noch verspielt, noch mal abgegeben, schlecht geschossen. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann halt so, wo man dachte, ja, jetzt kam Zwickau nach der Halbzeit so ein bisschen auf. Und gerade in dieser Phase, wo das Tor fiel, waren wir, glaube ich, wieder die aktivere Mannschaft, die ja, Mannschaft, die immer noch irgendwo was machen wollte. Und dann ist es, wie es ist. Dann gibt es eine entscheidende Situation und die nützt dann Zwickau. Und von der Warte gibt es dem gar nicht mehr hinzuzufügen. Ich wünsche Ziege, Zwickau weiterhin alles, alles Gute. Ich glaube, wir haben auch ein tolles Spiel gesehen. Eine tolle Neustrelitzer Mannschaft, eine tolle Zwickauer Mannschaft. Und wir waren ein bisschen traurig nach Hause. Und Zwickau kann feiern, kann sich freuen und ist weiter auf den ersten Platz. Alles Gute. Danke. Vielen Dank für die Worte aus Sicht der TSG Neustrelitz. Und dann kommen wir jetzt zur Einschätzung von unserem Trainer, von Thorsten Ziegner. Ja, wir sind natürlich über das Ergebnis vor allen Dingen heute überglücklich. Wir wollten unbedingt das Heimspiel jetzt gewinnen, wussten aber, und das ist kein Geheimnis, ich habe die Jungs vorm Spiel davor gewarnt, dass Neustrelitz eben eine richtig ordentliche Mannschaft hat, die defensiv sehr gut geordnet spielen, die vor allen Dingen ein paar Fußballer drin hat, die richtig gut Fußball spielen können. Und wenn man es denen gestattet, eben Fußball zu spielen, dann werden wir auch wieder Probleme kriegen. Zusätzlich war uns bewusst, dass nach diesen Highlights der letzten Wochen, Spitzenspiel in Nordhausen mit 3:0 gewonnen, letzte Woche in Magdeburg eine sehr gute Figur abgegeben, dort einen Punkt mitgenommen, dass die jetzt folgenden Spiele eben extrem schwer werden. Jeder erwartet, dass wir die Mannschaften aus dem Stadion fegen, aber so einfach ist es eben nicht. Wir müssen gegen jede Mannschaft maximale Leistung abrufen, um was zu holen. Das haben wir heute nicht getan, deswegen ist es eben auch so schwer gefallen, wie ich gerade gesagt habe, allerdings gegen einen sehr starken Gegner. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir 1:0 gewonnen haben. Aber wir wissen eben auch, gerade für die restlichen 8 Spiele in der Meisterschaft noch, wie schwer das werden wird, jede Woche oder Woche für Woche eben die nötige Leistung zu bringen, um Punkte zu holen. Und wir nehmen das jetzt mal so mit, so einen dreckigen Sieg. Der Andi hat es gerade schon gesagt. Ich denke, für alle Beteiligten wäre heute 0:0 jetzt auch ein Ergebnis gewesen, wo man sagen müssen, das ist das verdiente Ergebnis. Wir waren heute glücklicher Sieger, das muss man eindeutig sagen. Aber nehmen das genauso mit und vielleicht ist es einfach für uns mal ein Zeichen, in welche Richtung es gehen soll. Danke. Soweit die Worte der beiden Trainer zum Spiel. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen an die beiden zu stellen. Bitte. Andreas Petersen, Sie haben gerade gesagt, der Schiedsrichter hat in dieser Situation etwas unglücklich agiert. Können Sie das für uns noch etwas umschreiben? Ja, man merkt es ja an den Zuschauern. Der Ball war im Spiel, es gab einen Pfiff, den hat jeder gehört, jeder. Der Ball war noch nicht im Aus. Wenn es einen Pfiff gibt, gibt es irgendeine Situation, Freistoß, nie Einwurf, weil der Ball war noch nicht im Aus. Wir waren halt so naiv und dachten, okay, wir kriegen jetzt den Freistoß, rücken alle auf. Zwickau hat die Gunst der Stunde genutzt, das gehört auch dazu, das ist nicht unfair, das gehört dazu. Wir versuchen auch mal schnell einen Einwurf auszuführen oder einen Freistoß, auch vielleicht war es für uns oder sowas. Sie führten den aus, Schockzustand bei uns, Genosch hat das auch, muss ich dazu sagen, qualitativ gut gemacht, war ja nicht so, dass er alleine am Torwartlauf ist, sondern ein super Schuss.
Aber die Situation war halt vom Schiedsrichter eindeutig eine Fehlentscheidung, wobei ja, ich glaube, alle drei waren heute diesem Spiel gar nicht gewachsen. Beide Mannschaften waren dem Niveau gewachsen, aber die drei hatten doch ein bisschen Probleme. Das ist halt manchmal so. Und von der Warte her muss man es einfach so akzeptieren. Ja, das ist nicht einfach. Wir Trainer, wir haben gerade drüber gesprochen, haben ja im Training auch immer die Situation, war es ein Freistoß oder nicht. Es geht weiter halt. Ja. Und da waren wir ein bisschen naiv, aber es war ein klarer Pfiff zu hören. Das Raunen der Zuschauer schon wieder, Strelitz fällt schon wieder um. Und warum gibt es denn jetzt einen Freistoß? Und alle dachten, es gibt Freistoß. Ja. Der Ball war noch nicht im Aus. Der Pfiff war eindeutig zu hören, bevor der Ball im Aus war. Und wenn er gepfiffen hat, er hat zugegeben, dass er gepfiffen hat. Ja, da lag einer. Na, wenn sie der Ball noch nicht im Aus ist und sie haben gepfiffen, dann gibt es eine Freistoßsituation. Für uns oder für Zwickau? Ja? Und sie haben einfach den Überblick verloren. Aber es nützt nicht, das Jammern nützt ja jetzt nicht auf höchstem Niveau. Sie haben das gut ausgenutzt, ein schönes Tor gemacht, verdient. Sieger hat es verdient, Zwickau hat es verdient. Und wir haben dazu beigetragen, dass es, denke ich mal, eine richtig gute, abwechslungsreiche Partie war und sind halt die, in Anführungsstrichen, Unglücklicheren. Danke. Gibt es weitere Fragen? Wenn dies nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimreise. Für die verbleibenden Aufgaben alles Gute. Ihnen allen ein schönes restliches Wochenende. Entschuldigung. Ihnen alles ein schönes restliches Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen.